Hallo und herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit dem byzantinischen Kaiserreich und mit mir, Gaius Julius Caesar. Ja, und ich habe eine Kleinigkeit entdeckt hier zwischen den Folgen. Mailand hat hier Teile der Papststaaten erobert. Das heißt, wir müssen jetzt hier ein Spionagenetzwerk hinbekommen. Vorher haben wir einen italienischen Techniker. Den können wir uns aber nicht leisten, den lehnen wir ab. Mainz hat ein goldenes Zeitalter ausgerufen und wir haben einen guten Befehlshaber leider verloren. Oh je, und da haben die Mamelucken erobert, das schauen wir uns jetzt gleich an. Vorher würde ich gerne noch dran denken, jetzt endlich mal hier Ferrara zu annektieren, weil die kosten uns ja auch einen Diplo-Punkt immer. Ja, die Staatsehe ist jetzt eigentlich irrelevant. So, ui, die Mamelucken haben Frieden geschlossen und die haben ausgerechnet die Küstengebiete hier erobert. Unschön, das sind unsere Gebiete, die wollen wir wieder haben. Verdammt nochmal. Sollten sich schämen. Ja, dann werden die Mamelucken auch in unser Zielfeld kommen. Da gibt es nichts, was uns sonst davon abhält. So, ein neuer General und das ist ein hervorragender Zwei-Sterne-Mann. Sehr schön. Und es ist der nächste Befehlshaber gestorben. Gibt's doch gar nicht. Holen wir uns eben noch einen dritten, oder? Oder brauchen wir den derzeit? Nein, Italien ist noch Ruhe. Noch ist dort Ruhe. Litauen sieht uns nicht länger als Rivalen. Ja gut, Litauen ist aber auch nicht mehr so groß und stark. Es geht hier nur langsam voran. Und es gibt wieder mal den Grenzdisput mit Ungarn. Und in Siena ist ein kleiner Aufstand. Das sollte aber Siena selbst schaffen. Luca selbst schaffen mit einem Drei-Sterne-General. Der Klerus verliert etwas Macht. Einverstanden. Ja. Das ist doch schön. Ja, wir würden hier gerne die Institutionen schneller verbreiten, weil uns die Machtpunkte bald wieder überlaufen. So, erstmal werden wir hier die protestantische Provinz wieder zurück zum orthodoxen Glauben bringen. Ungarn will die Staatsehe. Ja, die sind halt immer noch mit Österreich und so weiter verbündet, also wir sollten schon die Beziehungen hier wieder etwas besser machen. Ich meine, sie sind ja nicht schlecht als Verbündeter, vor allem wenn wir mal gegen Spanien gehen müssen. Sie haben ja schon starke Truppen, also so ist es nicht. Staatsehe auch wieder mit Luca natürlich. Ganz klar. Ja, mittlerweile bekommen wir auch wieder ordentlich Mannstärke. Das ist für den nächsten Krieg auch sehr gut. Ich bin nur unentschlossen. Ich glaube, wir werden tatsächlich trotzdem... ich weiß noch nicht. Kirchenstaat verbündet mit England. Mailand ist halt nur mit Hennegau verbündet. Also Mailand wäre tatsächlich ein sehr leichtes Ziel. Aber wir können die Institution bald fördern. Oder wir könnten sie jetzt schon fördern. Ich hole mir noch ein bisschen patriarchale Autorität. Ja, ich weiß nicht. Lohnt sich hier das lange Warten, um Geld zu sparen? Wie schnell ist denn hier zum Beispiel der Fortschritt? 79%? 80. 20 Runden. Wisst ihr was? Ich investiere jetzt tatsächlich, glaube ich, einmal das ganze Geld. Ja, komm. Obwohl, wartet mal, ich will noch kurz überprüfen, wie lange es in Konstantinopel dauert. Ja, auf Konstantinopel könnten wir vielleicht doch noch warten. Ich glaube, das könnte einiges ausmachen. Sparen wir uns noch ein bisschen Geld. Und die Koalition hier gegen uns wurde verlassen. Und dann werde ich jetzt aber tatsächlich auch die Erlasse jetzt schon mal wieder abändern. Und wir haben einen Sohn, Adrianos, 521. Ein guter Verwalter, nicht der beste Feldherr, ist in Ordnung. Man könnte Schlimmeres haben. So, hier wieder überall keine Erlasse. Schon wieder ein italienischer Techniker. Es tut mir leid. Nein. Wir haben schon ein, zwei Machtpunkte Berater. So, auch hier kein Erlass mehr. Werden.
Ja, der Handel bringt uns vor allem Geld. Das Gold nur noch ganz wenig. Der Handel ist eine gute Einnahmenquelle. Ich habe natürlich auch wieder vergessen, unsere leichten Schiffe loszuschicken. Ich schicke sie mal zum Bosporus und überprüfe das mal kurz. 27, 28, 19. Nochmal einen Monat warten. 28, 19. Ja, das macht ordentlich Geld. 2 Dukaten im Monat mehr. Ja, und die Mamelucken haben uns als neuen Rivalen. Welch Überraschung. Ach ja, genau, wir sollten auch ein Embargo dann gegen sie machen. Oder sind das überhaupt unsere Rivalen? Nee, dann geht's, glaube ich, nicht, ne? Geht's, glaube ich, nicht. So, erstmal sollten wir hier noch die Ansprüche fingieren. Urbino. Und Romagne. Oder Romagna. So, dann würde ich gerne mal hier ein paar Sachen mit unserem Diplomaten überprüfen. Ich gehe nämlich davon aus, ja, England hilft. Ach, wir haben sowieso hier noch Waffenstillstand mit dem Papst. Wie lange denn? Bis 89. Achso, das würde jetzt im Dezember auslaufen. Ja, aber ich denke, wir gehen einfach vorher gegen Mailand vor. Könnten noch mal hier noch ein paar. Ja, dass das alles ein bisschen schneller geht, Transportschiffe machen. Werden die jetzt gebaut? Wahrscheinlich nicht, oder? Familienbande. Oh, Russlands Meinung verbessert sich. Sehr schön. Das ist doch perfekt. Und die Integrierung von Ferrara. Auch nochmal 4000 Männer, die uns helfen werden. Ja, und wir holen uns einfach jetzt hier noch einen General. Ja, nochmal 2 Sterne, Mann. Sehr gut. Und wir sollten uns jetzt vorher tatsächlich, denke ich, noch das hier holen. 99%. Oh, das sind Autonomisten, Partikularisten. Ich fände es ja cool, wenn Sizilien nicht unabhängig werden könnte. Dann könnten wir die nämlich einfach leicht erobern. So, wie sieht's aus? Konstantinopel. Noch einen Monat. 99,99%. Jawohl. Ja, das macht doch über 100 Dukaten aus, die wir uns jetzt sparen. Wir fördern das jetzt. Holen uns jetzt die neue Militärtechnologie. Da können wir jetzt auch Soldati-Infanterie, östliche Tertio holen. Wir holen natürlich die diplomatische Technologie hier. Da sind wir sowieso total hinterher. Und wir holen uns die administrative Technologie. Und jetzt schauen wir hier nochmal. Ja, die Soldati-Infanterie, bitte. Deswegen warten wir vielleicht jetzt nochmal ganz kurz. Und unsere Diplomaten haben nichts zu tun. Das geht natürlich nicht. Mit Luca bitte wieder die Beziehungen verbessern. Hier schicken wir wieder einen Missionar los. Ah, und wir brauchen einen. Genau. Also erstmal hier müssen wir das Handelsembargo aufheben. Litauen ist kein gültiger Rivale mehr. Dafür werden wir jetzt. Ach, die Mamelucken haben wir schon als Rivalen, verdammt. Ja, dann wird es wohl mal Zeit, Farbe zu bekennen, oder? Gegen Frankreich. Ja. Sie haben eine 17% stärkere Armee und eine 93% stärkere Flotte. Ach, herrje. Okay, also bei der Flotte müssen wir noch ordentlich aufrüsten. So, aber ich glaube, mit Frankreich. Wir müssen gegen Spanien gehen, deswegen Embargo verhängen, jawohl. So. Aber jetzt wird erstmal Krieg gegen Mailand gemacht, um uns hier ein paar Provinzen im Norden schon mal zu sichern, würde ich sagen. Ja, holen wir uns mal ein bisschen Inflation im Notfall. Wobei, die ist schon sehr hoch. Ich senke sie mal wenigstens um 2. Also, Mailand, Krieg erklären. Nein, wir haben noch Waffenstillstand mit Mailand. Wieso habe ich das nicht gesehen? Tatsächlich noch 2 Jahre. Oh, okay. Und mit. Wir könnten Rom hier erobern. Dann wäre aber England und Venedig dabei. Ah, die Engländer.
Wie stark ist denn die Flotte der Engländer? Ich glaube, das können unsere Spione rausfinden. Das ist auch realistisch, wie ich finde. Militär, Flotten. Oh, England ist ja gar nicht weit oben. Oder habe ich das hier anders gegliedert? Wir machen mal nach Buchstaben. Wo ist denn da England? Oder heißen die schon Großbritannien? Ne, hier ist England. England hat derzeit keine Flotte. Ja, zwei Transportschiffe, das ist ja lachhaft. Die werden ja gar nicht hier rüberkommen. Aber ich würde sagen, dann erklären wir einfach dem Vatikan hier den Krieg und holen uns Rom zurück. Die wahre Hauptstadt, oder? Krieg erklären. Wir wollen Rom. Und Österreich darf uns gerne helfen. Ja, spricht, glaube ich, nichts dagegen. Wir bestätigen und machen das. Genau, aber ich wollte hier nochmal Schiffe bauen. Wie ist denn da derzeit unser Limit? Ja, wir sind jetzt um 1 drüber. Das lehnen wir mal alles ab. Und es kommt zur Schlacht und wir haben direkt die Armee hier gewiped. Das war mal gar kein Problem. Ich würde sagen, wir könnten uns noch einen Admiral holen, oder? Ja, der ist sogar gar nicht mal so schlecht. Sehr schön. Und jetzt ziehe ich mal hier den. Oh, Belagerung Stufe 3 haben wir. Den anderen hier ab. Ich schicke aber wieder die Kanonen hin. Ah, wir haben 4 leichte Schiffe hier vernichtet. Sehr schön. Ach ja, wir sollten unsere leichten Schiffe wieder zurückholen. Oh, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Vielleicht sollten wir die vorher erst hier verbinden. Dass es hier keine Probleme gibt. So, wir haben 28 Galeeren gegen 12 Galeeren, sollte eigentlich kein Problem sein. Österreich kümmert sich schon um Venedig. Sehr schön. England wird so ein bisschen das Problem sein, dass wir da Kriegsstand bekommen. Ja, wir haben 12 Galeeren vernichtet in einer Schlacht, in einem Seegefecht. Wir helfen hier nochmal Luca. Ah, wir kommen zu. Ach, Luca hat es alleine geschafft. Habe ich gar nicht erwartet. Respekt. Ja, wir verlieren jetzt hier natürlich ein bisschen Manpower. Ah nein, das wollte ich doch gar nicht. Noch sowas bauen. Eigentlich wollte ich so das hier machen. So. Bisschen was sparen wollte ich eigentlich. Die Niederlande könnten gegen Spanien vielleicht mal hilfreich werden. Ich werde mal die Beziehungen verbessern. Rom wird wahrscheinlich eine sehr teure Provinz werden. 37 Entwicklung. Oh ja, die wird richtig teuer werden. Die wird ordentlich viel kosten. Aber sobald wir Rom haben, wird auch das Kriegsziel sozusagen, unser Kriegsstand hochticken durch das Kriegsziel. Die Beziehungen mit Luca sind auf dem Höhepunkt. Sehr schön. Die russischen Beziehungen sind auch sehr gut. Herrscht eigentlich immer noch der Religionskrieg? Ja, und das sieht schlecht für Böhmen aus, für die Katholiken. Und wir haben die Belagerung von Rom gewonnen. Das ist einer der historischen Tage, Freunde. Ebenfalls eine Seeschlacht gewonnen. So, einmal wieder alles richtig ordnen. Ja, damit haben wir den Papst hier vertrieben oder festgenommen. Eins von beidem. Wie sieht es eigentlich mit den Franzosen aus? Wenn wir mit den Franzosen ein Bündnis hinbekämen, wäre das schon sehr stark. Wir sollten denen mal Durchmarschrecht geben. Da dürfte zwar England auch durchmarschieren, aber ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und wenn die Engländer keine Flotte haben, fällt mir gerade auf, könnten wir auch einfach mal in England landen. Wie stark ist denn das englische Militär? Da haben wir doch bestimmt auch Spione, die uns helfen. Militär. Bitte nach Buchstaben sortiert, dann sind wir schneller bei England.
Hier England. Ui, ja, doch, die sind stärker als erwartet. 61.000 Mann. Wenn ich da jetzt mit einer 25.000er Armee lande, dann schaffen wir das leider nicht. Dann sollten wir vielleicht davon absehen. Aber wir könnten eine Blockade machen. Unsere neuen leichten Schiffe müssten eigentlich stark genug sein. Ich mache das tatsächlich. Wie sieht es denn mit Venedig aus? Oh, da müssten wir noch eine Seeschlacht machen. Venedig hat immer noch unglaubliche 19 Galeeren. Sollten wir vorher die Seeschlacht vielleicht machen? Ja, mache ich noch vorher. Ich sammle hier mal noch unsere Schiffe. Ah, jetzt ist Venedig schon hier. Aber sie haben sich aufgeteilt, das war ein Fehler. So, wann kommen wir hier an? 28. April. Eine wichtige Seeschlacht. Ich will nur überprüfen, dass auch niemand auf Land kommt. Nein. Die Österreicher sind auch schon auf der Seeschlacht. Österreicher haben gewonnen, sehr gut. Ja, wir haben auch gewonnen. Können sie zurückschlagen? Ich frage mich gerade, wo die fliehen. Ja, hier vernichten wir sie auch. Sie verlieren einiges an Schiffen. Wir gewinnen Handelseinfluss. Wo fliehen denn die hin? Ich weiß es nicht. Hat Venedig noch irgendwo was? Aber wir werden jetzt auf jeden Fall die Blockade in London versuchen. Die Seeblockade. Auch wenn es mit Galeeren natürlich gefährlich ist, aber wie wir wissen, sollten sie nichts haben. Wir haben Anspruch auf Siena verloren, ist ja gar kein Problem. Die gehören uns ja so oder so. Mantua, wir könnten hier mal wieder die Beziehungen verbessern. Aber ich glaube kaum, dass wir die noch diplomatisch annektieren können. Ende der internen Konflikte, das glaube ich aber kaum, dass die Konflikte hier vorbei sind. Bei den Osmanen. Und hier sind katholische Fanatiker, die Wien zurückerobern wollen. Wenn schon die eigene Regierung nicht macht. So, wie sieht's denn aus? Wo auf hoher See sind halt unsere Galeeren total schlecht und erleiden viel Verschleiß. Deswegen können wir das nicht lange aufrechterhalten. Schauen wir mal, welchen Kriegsstand uns das gibt. Ich glaube, wir haben derzeit null Kriegsstand, ne? Ja. Gibt uns das Kriegsstand? 8%, immerhin. Aber wir bräuchten, glaube ich, 10%, um einen Frieden schließen zu können, oder? Ja, die sind noch überhaupt nicht bereit. Und wir überprüfen mal, erleiden wir wirklich Verschleiß? 67%. Ja, doch. Wir erleiden Verschleiß. Und die Blockade, das wird nicht besser. Nee, nee, nee. Da müssen wir wieder schnell zurück. Auf dem schnellsten Wege. Oh, verdammt! Ach herrje. Die Venezianer sind hier. Ja, dann führen wir die Schlacht dort. Und ich hoffe, wir schaffen das. Das wird gefährlich. Ja, aber wir haben deutlich höhere Moral. Okay. Wir werden uns trotzdem zurückziehen. Können wir denn mit dem Papst schon zufrieden schließen? Wir wollen Rom. Ja, das geht. Und das macht eine verdammt hohe aggressive Expansion, aber glücklicherweise nicht mit Spanien, interessanterweise. Und wir kriegen noch mal einen vielversprechenden General. Jetzt haben wir einen leider zu viel. Das ist ein bisschen ärgerlich. Hä, verdammt. Jetzt ist das eins hochgegangen, das habe ich jetzt nicht erwartet. Wie viel kostet Umbrien? Oh ja, Umbrien ist dann doch zu teuer, weil dann ist auch Spanien dabei. Das lassen wir mal lieber. Uns reicht Rom. Kriegsreparation, das machen sie schon nicht mehr. Ja, dann machen wir es doch einfach so, oder? Ja, was wollen wir von Venedig? Wir holen uns Rom, die ewige Stadt. Und damit eine mögliche Koalition aus Osmanen, Karaman, Venedig, Kirchenstadt, Mailand, Siena. Die Mamelucken. Oh, die Mamelucken. Aber wir riskieren es. Wir machen das jetzt.
Rom ist in unserer Hand. Und unsere Flotte, die scheint zu sinken, oder? Die ersten Schiffe sind auf jeden Fall gefährdet. Noch geht's. Ich hoffe, die kommen heil wieder an. So, einmal hier die Armee nach Rom. Da kriegen wir doch bestimmt ein Event, oder? Ja, Rom zurückerobert, Freunde. Wir haben es geschafft. Obwohl man nicht sagen kann, dass die Stadt direkt vom Kaiserreich beherrscht wurde, wurden alle Verbindungen zu Byzanz von Rom durchtrennt, als Papst Leo III. Karl den Großen zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches krönte. Nun wird Rom wieder von uns kontrolliert und auch wenn die Stadt harte Zeiten durchlebt hat, ist ihr dennoch viel ihres früheren Prestiges erhalten geblieben. Rom, die Stadt, in der unsere Geschichte ihren Anfang nahm, gehört wieder uns. Wir bekommen Prestige und diplomatische Macht. Und wir werden hier sie dann, sobald es geht, zur Kernprovinz machen. Denn jetzt überprüfen wir mal was. Die ewige Stadt. Ja, ich glaube, sobald wir hier eine. Ach, wir müssen vorher noch Venedig vernichten. Oder was? Ah, vorher geht das nicht. Man muss hier beides schaffen. Ah, das ist aber ärgerlich. Das heißt, wir haben jetzt hier noch nicht den Perk, die ewige Stadt. Wir müssen erst den Balkan erobern. Und da ist ungarisches Gebiet dabei. Das ist ja blöd gemacht. Dann die nördlichen Grenzen, dann Venedig vernichten. Und dann erst kriegen wir hier unsere Belohnung mit Rom. Das ist ja blöd. Haben wir jetzt völlig umsonst schon Rom erobert. Aber was soll's. Es ist, wie es ist. Jetzt werden wir noch als letztes den General hier benennen. 3353 und. Oh, der ist im Nahkampf gut, aber in der Belagerung schlecht. Ich weiß nicht, was wichtiger ist, um ehrlich zu sein. Okay, der ist ja total schlecht, den wir da bekommen haben. Den werden wir sofort wieder entlassen. Der lohnt sich ja gar nicht. 2-1-1-1. Das ist ein 50-Traditionsgeneral. Lachhaft. Lachhaft, Freunde, aber was nicht lachhaft ist, wir haben die ewige Stadt zurückerobert. Rom ist unser und Rom wird unser bleiben. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Euer Gaius Julius Caesar.